Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Wow, was für ein Markt, vor allem in den letzten Tagen. Euphorie pur nach dem Fed-Entscheid, ja, und dann der massive Abverkauf am Donnerstag. Das ist echt eine Achterbahnfahrt, die man momentan als Anleger mitmacht. Da kann man sich nur anschnallen und die wilde Fahrt mehr oder weniger genießen. Als Anleger, ja, hat man in so einer Marktphase natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder Füße stillhalten und eine Beruhigung abwarten oder ja, seinen eingeschlagenen Kurs weiter verfolgen. Ich mache das Zweite und so nutze ich die Kursrücksetzer, ja, um mein Depot weiter aufzubauen. Diesmal aber nicht in Einzelaktien, sondern in ETFs. Ja, Plural. Denn ich habe gleich zwei neue ETFs gekauft. Das hat natürlich Gründe. Welche diese sind, erfahrt ihr im heutigen Video genauso wie die Branche, die ich damit bediene und meine weitere Vorgehensweise. Dann legen wir mal los. Ich habe mich entschieden, zwei Branchen-ETFs zu kaufen. Es geht dabei um die Branchen der Banken. Ihr werdet das eventuell mitbekommen haben. Obwohl ich den Kanal seit gut 10 Monaten betreibe und die Branchenaufteilung in meinem Depot immer weiter vorantreibe, habe ich bis jetzt einen großen Bogen um den Bankensektor gemacht. Das hatte natürlich mehrere Gründe. Ich finde im Allgemeinen Banken sehr schwierig bei der Einschätzung. Vor allem in einer Phase, ja, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, sprich in der extremen Niedrigzinsphase. Diese endet allerdings jetzt in den USA und auch, ja, in Europa dürfte die Zeit des extrem billigen Geldes bald vorbei sein. Dann fand ich in den letzten Monaten, ja, dass viele Banken sehr hoch bewertet waren, ja, und da hat es mich auch nicht wirklich motiviert, hier einzusteigen. Mittlerweile sind wir allerdings schon ordentlich zurückgelaufen, ja, was natürlich Gründe hat. Wir sind jetzt bei vielen Banken, ja, auf einem Niveau angekommen, wo die Unternehmen zumindest in meinen Augen langsam interessant werden. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich rede nicht von spottbillig, sondern von einem Niveau, wo ich über Jahre ein gewisses Aufwärtspotenzial sehe. Den Bankenbereich muss ich jetzt noch in zwei Bereiche aufteilen. Das wäre der, ja, US-Markt inklusive Kanada und der europäische Markt. Beim, ja, nordamerikanischen Markt kann ich mir durchaus vorstellen, in Einzelaktien zu gehen. Ja, wenn gute Kurse bei einer Bank of America, Citigroup und so weiter gekommen sind, werde ich hier eventuell zu einem späteren Zeitpunkt durchaus Einzelpositionen aufbauen. Der steht aber, ja, heute nicht im Mittelpunkt. Also kommen wir zum zweiten Markt, dem europäischen. Ja, hier finde ich die Lage noch komplizierter wie in den USA. Kompliziert heißt aber, ja, nicht uninteressant. Ich glaube schon, dass wir auch bei europäischen Banken Potenzial haben, allerdings auch vermehrt Risiken. Gerade jetzt durch den Ukraine-Krieg ist die, ja, ganze Branche nicht so einfach zu handeln, ja, und daher möchte ich nicht bei europäischen Einzelwerten einsteigen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen und es war für mich immer klar, dass ich über kurz oder lang, ja, auch bei Bankaktien reingehe, jetzt einen ersten Fuß über ETFs in die Branche zu setzen. Also, um das noch einmal schnell zusammenzufassen. Mein Depot ist in Branchen aufgeteilt. Eine dieser Branchen ist der Bankenbereich. Hier möchte ich grundlegend in Einzelaktien in Nordamerika investieren und über ETFs jetzt in Europa. So, ich habe mir dann mal mehrere ETFs für den Sektor angeschaut und, ja, wirklich den perfekten habe ich jetzt nicht gefunden. Daher habe ich mich entschlossen, in gleich zwei ETFs mit einer unterschiedlichen Aufteilung zu investieren. Damit decke ich dann den europäischen Kontinent für mich grundlegend ab. Bevor ich auf die ETFs eingehe, möchte ich noch kurz was zur aktuellen, ja, Bankensituation sagen. Die Banken haben natürlich momentan mit Problemen zu kämpfen. Eine drohende Rezession könnte sie belasten. Anstehende Kreditausfälle durch eventuell drohende Firmenpleiten, ja, könnten anstehen. Und dann haben wir noch das Russland-Geschäft, das jetzt, ja, komplett bei den Banken wegfällt. Hierdurch gibt es natürlich Abschreibungen, die aktuell schon die Bilanzen belasten. Ich habe mir dann mal ein paar europäische Banken angesehen. Grundlegend war hier schon vieles der bekannten Probleme eingepreist. Die Kurse sind teilweise ordentlich gesunken und die Unternehmen bilden momentan entsprechende Rückstellungen, um die drohenden Risiken abzufedern. Dadurch fallen die Gewinne natürlich momentan geringer aus, wie vor einem Jahr, womit man aber auch rechnen konnte. Auch die Lage wegen Russland habe ich mir angeschaut. Eine Sache, die natürlich nicht schön für Banken ist. Ja, das Gute an der Sache ist allerdings, dass, ja, das Überraschungspotenzial bei den Banken, ja, recht überschaubar ist. Die Banken wissen genau, was jetzt wegfällt und, ja, die Unternehmen können genau beziffern, inwieweit sie in Russland investiert waren bzw. wie groß ihr Engagement dort ist. Ja, teilweise sind die Größenordnungen hier bei den Banken recht überschaubar. Bei der BNP Paribas sind es lediglich 0,16% des Gesamtgeschäfts der Bank. Ja, unter dem Strich bleiben von den 3 Milliarden Euro, die betroffen sind, durch Garantien und Sicherheiten nur noch 500 Millionen Euro Nettorisiken übrig. Also eine durchaus ärgerliche Sache, die zum einen die Banken aber, ja, jetzt nicht umhauen und zum anderen jetzt, ja, auch offen auf dem Tisch liegen und schon, ja, längst in den Kurs eingepreist sein müssten.
Eine BNP hält auch aktuell an ihren Zielen bis 2025 fest. Also europäische Banken werden jetzt nicht ins Chaos gestürzt. Dennoch kann es natürlich hier mal bei einzelnen Banken zu Problemen kommen. Ja, vor allem, falls doch einmal eine Rezession kommt. Und daher möchte ich in der Bankenbranche, vor allem jetzt auf dem europäischen Markt, das Risiko auf viele Schultern verteilen. So, kommen wir jetzt mal zu den beiden ETFs, die ich mir geholt habe. So, das wäre zum einen der Euro Stoxx Banks 3015 ETF mit der WKN 628930. Der ETF ist seit dem Februar hoch gut 26,25% runtergekommen. Anders ausgedrückt, sollten wir die alten Hochs mal wieder erreichen, dann würde der ETF gut 35,6% ins Plus gehen. Der Spread liegt hierbei gut so 1 bis 2 Cent, also gut 0,23%. Aktuell ist er natürlich jetzt höher, wenn ich das jetzt gleich zeige, da ich das Video momentan nicht in den normalen Handelszeiten aufzeichne und dementsprechend haben wir ja den verbreiterten Spread. Die Kosten für den ETF liegen so bei 0,51%. Jetzt nicht niedrig, aber dank der Dividende von gut 2,5% und dem niedrigen Spread, und der ist ja für mich durch die Optimierungen extrem wichtig, kann ich mit den aktuellen Kosten gut leben. Dafür hat der ETF eine ordentliche Größe mit gut 1,6 Milliarden Euro. Außerdem ist der ETF älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt. Also das passt alles schon wieder. So, nur zur Info. Das maximale Gewicht des größten bzw. zweitgrößten Titels ist hier bei dem ETF auf 30 bzw. 15% begrenzt. Ich zeige jetzt einmal kurz die Aufteilung. Hier sehen wir auch, dass momentan ein KGV bei den enthaltenen Werten von gut 7,2 ist. Hier haben wir auch die Dividendenrendite von 2,49%. Und mehr gibt es hier eigentlich nicht zu erzählen. So, kommen wir jetzt mal zu der Länderaufteilung. Wir sehen, dass dieser ETF jetzt eigentlich wirklich hauptsächlich EU-Länder beinhaltet. Ich mache mal die große Ansicht. 25,2% der Aktien, die in dem ETF enthalten sind, kommen aus Spanien. Gut 22% aus Frankreich, 16% aus Italien, 10% aus Holland, 8% Schweden und nur 6% aus Deutschland und so weiter und so fort. Ich muss jetzt nicht alles vorlesen. Dann kommen wir lieber einmal zu den Banken selber, die der ETF beinhaltet, mit der dementsprechenden Aufteilung. Die größte Position ist hier die BNP Paribas. Die werden wir auch gleich in dem anderen ETF auch erblicken. Allerdings ist die Position jetzt hier die stärkste. Unternehmen seht ihr ja, Banco Santander, ING Group aus Holland, Intesa San Paolo aus Italien und so weiter und so fort. Ich fand die Aufteilung ganz nett und dementsprechend habe ich mich jetzt hier zum einen für diesen ETF entschieden. Was natürlich auffällt bei dem ETF ist natürlich, dass ein ganz wichtiges Land, wenn man jetzt die ganze Region Europa nimmt, natürlich fehlt. Und das wäre der englische Markt. Und dadurch, dass der hier nicht vertreten ist, habe ich mich dann dementsprechend dann auch für den zweiten ETF entschieden. Aber das erzähle ich dann am besten, wenn ich jetzt gleich bei dem ETF bin. So, dann kommen wir mal zum zweiten ETF. Das wäre der Stoxx 600 Banks ETF mit der WKN A0F5UJ. Der ETF ist seit dem Februar hoch gut 20,6% runtergekommen, also ein bisschen weniger wie der andere. Anders ausgedrückt, sollten wir die alten Hochs jetzt bei dem ETF wieder erreichen, dann würde der ETF gut 26,1% ins Plus gehen. Der Spread liegt hier bei gut nur 0,02 Euro, also 2 Cent. Also auch gut 0,2%. Aktuell ist auch hier der Spread natürlich höher, da das Video zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen worden ist, wie gerade auch bei dem anderen ETF. Und dementsprechend sind wir außerhalb der Handelszeiten und daher haben wir jetzt hier natürlich einen erweiterten Spread. Die Kosten bei dem ETF liegen bei 0,46%, also ein bisschen niedriger wie bei dem anderen. Auch hier haben wir eine schöne Dividende von gut 3,19%. Und unter anderem wegen dem niedrigen Spread kann ich mit den Kosten jetzt hier gut leben. Die Größe des ETFs ist mit gut 946 Millionen Euro ebenfalls ganz ordentlich. Und außerdem ist der ETF ebenfalls älter als 5 Jahre und auch in Deutschland aufgelegt. Dann würde ich mal sagen, zeige ich auch mal hier eben kurz die Aufteilung. Auch hier auch nochmal
beinhaltet der KGV der Aktien ist bei 7,7. Da seht ihr auch die Dividendenrendite von gut 3,19%. Und jetzt haben wir hier die Länderaufteilung. Ja, und was als erstes auffällt, ist natürlich, dass das dickste Land hier natürlich jetzt das Vereinigte Königreich ist. Und das war jetzt ja auch der Grund, weswegen ich dann ja, mich aufgeteilt habe in zwei ETFs. Mir wäre jetzt dieser ETF ein bisschen ja, zu sehr englischlastig. Ich wollte auch schon einen größeren Anteil an Europa haben, also an EU-Ländern. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht nur den genommen, aber in der Kombination einmal den ETF, der, ich sag mal, aus den europäischen Staaten besteht, plus ein ETF, der als dicksten Brocken England hat oder ne, Vereinigtes Königreich, plus dann nochmal die EU, ist in der Kombination zusammen, ja, so wie ich mir das ungefähr auch für den europäischen Markt ja, vorgestellt habe. Und dementsprechend habe ich mich dann als zweites halt auch für diesen ETF entschieden, weil der halt auch einen relativ großen Anteil an England hat. Ja, ansonsten seht ihr ja die Aufteilung. Auch hier Deutschland sehr klein und vertreten mit 3,69%. Und ansonsten haben wir natürlich die ja, Hauptländer natürlich wieder drin mit Frankreich, Spanien und so weiter und so fort. Was sich aber auch versteht, weil da natürlich auch sehr große Banken vertreten sind. So, dann kommen wir einmal kurz zu der Aufteilung der Aktien in dem ETF. Und da sehen wir auch, dass die absolut größte Position jetzt HSBC aus England ist mit gut 17%. Dagegen habe ich jetzt auch nichts einzuwenden, weil wenn ich jetzt beide ETFs zusammennehme und dann halt den Anteil sehe von HSBC mit 17%, der sich ja nochmal aufteilt in die beiden ETFs, finde ich diese hohe Gewichtung in HSBC eigentlich auch ganz nett. Ja, wir haben jetzt hier BNP Paribas auch wieder mit 7,9 recht hoch gewichtet, genauso Banco Santander. Aber dadurch, dass hier der Anteil relativ ja, im Verhältnis klein ist, in der Kombination mit dem anderen ETF, haben wir dann eine ähnliche Brockenbildung wie bei HSBC und dementsprechend passt das schon alles. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir natürlich jetzt mit den beiden ETFs auch eine schöne Aufteilung in den ganzen Bankensektor haben und vor allem auch die ganzen Großbanken dann auch ja, beinhaltet sind. Ne? Die vor allem dann halt die auch aus ja, wichtigen Ländern, wie jetzt zum Beispiel England, Frankreich, Spanien, Italien. Holland natürlich nicht zu vergessen mit der ING-Gruppe. Ja, zu den einzelnen Positionen brauche ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Ihr habt ja jetzt beide Aufteilungen gesehen und dementsprechend ja, versteht man ja jetzt, wie die Zusammensetzung ist und auch das Gesamtportfolio. Ja, man muss immer auch bedenken, dass der Bankenbranchenbereich jetzt mit diesen beiden ETFs, die ich jetzt befülle, gerade mal jetzt so 1,5% von meinem Gesamtportfolio ist. Also es ist wirklich nur ein Teil und selbst wenn ich die Position jetzt weiter aufbaue und später auch noch Einzelaktien reinhole aus Nordamerika, wird das natürlich kein extrem übergewichtigter Sektor werden bzw. Branche in meinem Depot. Aber er soll auch ordentlich vertreten sein. Und ich fange jetzt erstmal an, die Position langsam aufzubauen. Dementsprechend habe ich ja auch lange genug gewartet, bis ich jetzt ja, mein erstes Füßchen, ich sag mal, zu Kursen auch reinkriege, die ich für ja, langsam interessant halte. Und dementsprechend werde ich mir jetzt halt diese Position hier aufbauen. Und die Position wird dann halt nochmal aufgeteilt in die einzelnen Banken. Und deswegen habe ich ja, weil es halt im Gesamtkontext von meinem Depot keine große Gewichtung ist in den Einzelwerten, auch wenn sie in zwei ETFs aufgeteilt sind, ist es ja dennoch nicht, zum Beispiel jetzt bei einer BNP Paribas, die jetzt mit 8% in dem ETF und weiß jetzt nicht, wie viel genau das jetzt in dem anderen war, also das ist ja kein großer Bestand, der ja insgesamt in meinem Depot liegt und selbst wenn die ETFs in einem großen Bestand aufgebaut werden sollte, wäre halt die Einzelposition in BNP Paribas ja bei weitem noch nicht mal in einer Größe, als wenn ich mir die Einzelaktie geholt hätte. Dementsprechend ist die Aufteilung in Ordnung und auch genau so, wie ich das eigentlich haben wollte. So, jetzt wisst ihr, warum ich gleich in zwei ETFs für den Bankenbereich eingestiegen bin. Wichtig war hier ja für mich auch, dass die ETFs ihre Dividenden ausschütten. Also das sind beides ausschüttende ETFs. Also die beiden ETFs werden mir dann jedes Jahr auch eine kleine Summe aufs Konto spülen. Man kann bei einer Dividendenrendite jetzt bei 2,5 und 3,2% auch nicht meckern. Ich weise jetzt nur noch mal darauf hin. Ja, wir sind schon ordentlich bei vielen Banken zurückgelaufen und somit sind auch die ETFs schon ein gutes Stück von den Hochs gefallen. Nach aktuellem Stand kann man aber ja, bei Weitem nicht ausschließen, dass die Kurse nicht noch weiter runtergehen. Das ist aber jetzt kein wirkliches Problem für mich. Zum einen würde ich natürlich bei weiterer Schwäche den Bestand weiter aufbauen und so hoffentlich eine schöne Gesamtposition für die Zukunft ja, zusammenstellen.
Denn natürlich sehe ich für die Zukunft natürlich auch wieder ganz andere Niveaus für die einzelnen Unternehmen. Zum anderen kommt natürlich jetzt die steuerliche Seite zum Tragen. In meinem Depot fallen aktuell viele Dividenden an. Ich baue ja die Basis auf und deswegen habe ich mir ja viele Dividendenwerte auch reingepackt und die geben natürlich auch die Dividenden jedes Jahr schön frei. Und das ist auch schon ordentlich in meinem Depot jetzt passiert. Und diese Dividenden muss ich natürlich versteuern. Schließlich ist im Steuertopf Sonstiges, anders wie bei den Aktien, jetzt momentan nichts drin. Das heißt, ich habe für die Dividenden, die dieses Jahr schon angefallen sind, und das sind jetzt auch schon gut 600 Euro, die entsprechenden Steuern natürlich schon bezahlt. Also die sind ja auch schon weg. Würde ich mit den ETFs, die beiden, die ich jetzt geholt habe, natürlich auch die anderen ETFs, die ich im Depot habe, jetzt Verluste erleiden, dann kann ich meine Optimierung vornehmen und die Verluste realisieren, bevor ich den Bestand jetzt weiter aufbaue. Und dadurch kann ich mir dann gut 28% der Verluste indirekt über die anschließenden Steuergutschriften wieder zurückholen. Also drohende Verluste kann ich hierdurch durch Gutschriften jetzt etwas abmildern, was das Risiko wieder etwas begrenzt. Und aktuell habe ich schon für 600 Euro Dividendensteuern bezahlt und dementsprechend habe ich da jetzt ein kleines, schönes Püfferchen, das ich jetzt gerne ausnutzen kann, falls es doch mal weiter runtergeht. Und dementsprechend kann ich diese Verluste bei den ETFs zumindest noch ein bisschen abmildern. Weil die gezahlten Steuern wären ja am Jahresende ja erstmal weg. Also es ist nicht grundlegend mein Ziel, jetzt hier irgendwo die Verluste anzusammeln und die zu realisieren. Aber wenn jetzt die Verluste wirklich anfallen sollten und man kann in der aktuellen schwierigen Marktphase jetzt nicht davon ausgehen, dass es nicht passiert. Also momentan muss man davon ausgehen, dass die Kurse auch noch weiter runtergehen. Und falls dieses passiert, dann kann ich ja nichts dran ändern. Ich will investieren, ich bin investiert. Wenn jetzt weitere Verluste anfallen, ich kann nichts dran ändern. Aber ich kann die Möglichkeiten jetzt ausschöpfen, und das Optimale für mich rausholen. Und daher möchte ich ja unter anderem auch einen gewissen ETF-Anteil in meinem Depot ja auch haben. Das habe ich ja in anderen Videos schon ausführlich erklärt. Allerdings jetzt auch der Hinweis, anders wie vorhandene Verluste im Steuertopf Aktien, kann ich diese gezahlten Steuern bei den Dividenden nicht nächstes Jahr automatisch nutzen, sondern ich muss sie, wenn, dann dieses Jahr verrechnen lassen. Da das Jahr aber noch lang ist und ich durchaus mit weiteren Rücksetzern rechne, kann ich mit dieser Situation natürlich ganz gut leben. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug erklärt für den Kauf der ETFs und auch, wie ich die weiter behandle und warum ich auch einen gewissen ETF-Anteil haben möchte. Und dass ich hier natürlich bei den ETFs natürlich jetzt auch ein leichtes Spiel habe durch die gezahlten Steuern und dass ich da natürlich auch drohende Verluste noch ein bisschen abmildern kann. Und jetzt müsste eigentlich alles erklärt sein und auch soweit eigentlich auch alles klar sein. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich über diesen ganzen Kladderadatsch hier in den Videos rede. So, das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und natürlich auch etwas geholfen. Und falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja bei den großen Kursrücksetzern auch aktuell mal vergessen werden, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!